Ich freue mich, dass wir heute den Spatenstich für die Mobilitätsdrehscheibe Lienz feiern können. Das waren jetzt lange, intensive Diskussionen darüber, wie wir dieses Gesamtkunstwerk aufstellen können. Es ist ja nicht nur ein Bahnhofsumbau, sondern da geht es schon auch um die Verknüpfung mit dem öffentlichen Verkehr, mit dem starken Radverkehr, den wir hier haben. Auch eine Erschließung der Stadt, also ein städteplanerisches Projekt. Eine ganz schöne Gesamtkomposition eigentlich, die jetzt da umgebaut wird und sicher eine ganz große Attraktivität für den öffentlichen Verkehr in Lienz herstellen kann und damit auch auf ganz Osttirol ausstrahlen wird. Die Stadt Lienz, das Land Tirol, bekommt ein neues Mobilitätszentrum hier in Lienz. Das beginnt mit einer breiten, komfortablen Unterführung, die Hunderten von Radfahrern, die hier tagtäglich unterwegs sind, auch sicher durch das Bahngelände geleiten kann. Wir können eine neue Park-and-Ride-Anlage hier mit eröffnen. Wir modernisieren alle Bahnsteige. Wir bekommen eine eigene Verlademöglichkeit für die Radtouristen auf der sozusagen ehemaligen Drehscheibenseite. Und wir bekommen 8 Busbuchten, die überdacht sind, sodass die Pendlerinnen und Pendler bequem, ohne dass sie der Witterung ausgesetzt sind, zu den Zügen kommen können. Öffentlicher Verkehr ist was Wichtiges und viele reisen gern mit dem Zug. Wir sind zwar ein Bezirk, wo das Zugreisen nicht der Hauptfokus ist, wir brauchen auch das Auto noch, aber wir reisen grundsätzlich schon gerne mit dem Zug, persönlich, ich sowieso. Und ein modernes Mobilitätszentrum, glaube ich, ist einfach am Puls der Zeit. Und auf das freuen wir uns auch, vor allem barrierefrei, zugänglich und freundlich. Ob das Bus, ob das Bahn ist, ob das Radverkehre sein, ob das dann auch E-Mobilität wert und natürlich auch noch, wir haben eine städtebauliche Verbindung von unserem Wohnpark Süd direkt in die Innenstadt. Also es ist ein großes Paket an wirklich Positiven, das für die Stadt und für die Region passiert.